In diesem Video möchte ich nochmal ein Beispiel Sortkurven zeigen. Die Schaltung, die dazu dient, ist ein relativ einfaches Beispiel aus einem Widerstand und einer Kapazität, die in Reihe geschaltet sind. Und dazu gibt es nochmal eine zweite Kapazität parallel. Und dieser Widerstand hier R, der soll veränderlich sein. Die Kapazität C1 und die Kapazität C2, die sind fest. Und was jetzt mal gesucht sein soll, ist die Ortskurve der Admittanz in Abhängigkeit von diesem Widerstand R. So, und jetzt kann man sich so sozusagen am besten zwei gaußsche Zahlenebenen malen. Ich male mal eine für die Admittanzen. Also das hier soll jeweils der Realteil von komplexen Admittanzen sein und das soll die Achse sein für Imaginärteile von komplexen Admittanzen. Und ich habe jetzt hier nur den ersten Quadranten dieser gaußschen Zahlenebene gemalt. Warum? Naja, der Realteil kann nie negativ sein für die Admittanz und Impedanz solcher Schaltung, weil negativer Realteil würde heißen negativer Widerstand. Das ist nicht physikalisch sinnvoll. Und das ist ja eine Schaltung, in der nur Widerstände und Kapazitäten auftauchen. Das heißt, diese Schaltung kann sich nur ohmsch kapazitiv verhalten und deswegen taucht die Admittanz nur hier oben in diesem Quadranten auf. Genauso male ich jetzt noch eine zweite gaußsche Zahlenebene für die Impedanz. Also das soll jeweils der Imaginärteil einer komplexen Impedanz sein. Und da male ich jetzt nur den vierten Quadranten. Das ist dann die Achse für den Realteil der komplexen Impedanz, weil hier ist das so bei einer ohmsch-kapazitiven Schaltung, da muss der Imaginärteil immer negativ sein, der Realteil aber auch immer positiv. So, wie fängt man jetzt hier am besten an? Wir fangen mal an mit dem Z von diesem R in Abhängigkeit von R. Und das schreibe ich mal so hin, das ist jetzt einfach R. Und dieses R, das male ich mal in Blau. Ich mache hier mal ein blaues Kästchen rum. Das wird die blaue Ortskurve und weil das eine Impedanz ist, kommt die hier auf diese Seite. Und ja, dazu in Reihe kommt noch die Impedanz von dem ZR, von dem ZC. Also die Impedanz von dem C1 und die ist einfach 1 durch J Omega C1. So, mit der fangen wir mal an. Die hängt ja nicht von R ab, das heißt, das ist gar nicht wirklich eine Ortskurve, das ist nur ein Zeiger. Und dieser Zeiger wegen dem 1 durch J, 1 durch J kann man auch schreiben als minus J, der zeigt nach unten. Also hier ein Zeiger, der nach unten zeigt, das ist das ZC1. Noch mit Strich drunter, weil es komplex ist. Und diese beiden zusammen, die ergeben ja die Impedanz von diesem gesamten Zweig hier. Und deshalb male ich jetzt die Ortskurve von dem R einfach schon mal hier ran. Ne? Das ist einfach eine Gerade, die in Richtung der reellen Achse zeigt. Ist ja nur was Reelles. Und für ein kleines R wäre diese Ortskurve oder wäre der Zeiger eben hier sehr kurz und desto größer das R ist, desto länger würde dieser Zeiger werden und diese Linie hier verbindet einfach alle Zeigerspitzen miteinander. Also das ist, das was ich jetzt in Blau gemalt habe, ist eigentlich schon die Impedanz von dem ZR C1 als Reinschaltung von dem R plus 1 durch J Omega C1 oder eben als Addition von dem ZR von R plus ZC1. So, und dann, wie schon gesagt, der Punkt, also wenn das R ganz klein ist, dann landen wir hier vorne. Das ist der Punkt, wo R gleich 0 ist. Und hier hinten in diese Richtung, das ist die Stelle, wo R gegen unendlich strebt. So, das ist jetzt die Impedanz von diesem oberen Zweig hier. Und jetzt wollen wir diese Kapazität dazu parallel schalten. Parallelschaltung lässt sich einfach machen, lässt sich gut machen, indem man Admittanzen benutzt, weil die
Gesamtadmittanz ergibt sich dann einfach aus der Admittanz von dem oberen Zweig, von dem RC1, plus die Admittanz von der Kapazität dort unten. Die Kapazität von dort unten, da nehme ich mal rot für, die kann man schreiben, YC2 ist einfach J Omega C2. Die können wir auch hier schon mal einzeichnen, das ist auch einfach nur wieder ein Zeiger, der eine bestimmte Länge hat, weil er nicht von R abhängt. Das ist das YC2, was hier in diese Richtung zeigt, in positive J-Richtung. Und zudem soll jetzt das dazukommen. Und das schreibe ich nochmal hier in blau hin, dass YRC1, die Admittanz dieses oberen Zweiges, ergibt sich natürlich einfach aus 1 durch ZRC1. Und das, was hier steht, das ist eben eine Inversion. Und für diese Inversion können wir jetzt einen Inversionssatz nutzen. Wir gucken uns das an. Was ist das hier? Das ist eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung geht. Eigentlich auch nur eine Halbgerade, und aus einer Geraden bzw. Halbgeraden nicht durch den Koordinatenursprung wird laut des zweiten Inversionssatzes ein, auf dieser Seite ein Kreis bzw. ein Halbkreis, der nicht der durch den Koordinatenursprung geht. Und ja, also dieser Kreis, der muss auf jeden Fall schon mal hier unten sein, weil er geht ja durch den Koordinatenursprung. Und jetzt müssen wir noch diesen Punkt hier invertieren. Also ich mache mal hier hinten ein Kreuz dran, und das ist eigentlich hier das Kreuz. Ja, also hier wird der Betrag sehr groß auf dieser Seite, und invertiert wird der Betrag hier sehr klein, und wir landen im Koordinatenursprung. Was man auch noch sieht, wenn wir uns immer hier sozusagen Zeiger auf diese Kurve malen würden, also ein Zeiger, noch ein Zeiger, den nächsten Zeiger. Was passiert hier mit diesem Winkel? Der Winkel wird immer kleiner, der geht gegen 0. Und 0, ein Winkel von 0 invertiert, bleibt auch ein Winkel von 0. Das heißt, wir kommen ja auch mit einem Winkel von 0 Grad an. So, und als nächstes brauchen wir noch diesen Punkt. Der hat hier den kürzesten Abstand. Invertiert wird der kürzeste Abstand halt der größte Abstand. Den male ich jetzt mal vollkommen beliebig hier hin. Und wir gehen hier unten gegen einen Winkel von minus 90 Grad. Das heißt, invertiert wird es hier ein Winkel von plus 90 Grad. Und deswegen sieht dann der aus dieser Halbgeraden invertierte Halbkreis, der sieht so aus. Und das hier oben ist eben der Punkt, wo das R 0 ist, und das hier unten ist der Punkt, wo das R gegen unendlich geht. Und jetzt kommt einfach zum Schluss noch diese Addition hier, also die Admittanz, das ist die Admittanz YRC1, und zu der muss jetzt noch diese rote Admittanz, als roter Zeiger gezeichnete Admittanz YC1 dazu. Und grafische Addition funktioniert eben wieder so, also an das Ende von diesem Zeiger malen wir jetzt, zeichnen wir genau nochmal diesen Kreis dran, diesen Halbkreis. So, und das heißt, die fertig invertierte Ortskurve, der Kreis ist jetzt ein bisschen groß geworden, die fertig invertierte oder die fertig konstruierte Ortskurve der Admittanz dieser Schaltung sieht so aus. Das hier unten ist immer noch der Punkt, wo das R gegen unendlich geht. Das hier unten ist immer noch der Punkt, das hier oben ist immer noch der Punkt, wo das R 0 ist. Und das wäre jetzt eben die Gesamtadmittanzortskurve Y von R dieser Schaltung. Jetzt könnte man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, die könnten wir jetzt ja nochmal invertieren und sagen, wie würde denn die Gesamtimpedanzortskurve aussehen? Also Z von R wäre wieder 1 durch das Y von R. Das wäre auch wieder eine Inversion. Jetzt können wir schauen, das hier ist aber ein Kreis, der nicht durch den Koordinatenursprung geht, beziehungsweise ein Halbkreis, der nicht durch den Koordinatenursprung geht. Der invertiert ergibt auch wieder einen Kreis bzw. Halbkreis, der nicht durch den Koordinatenursprung geht. Und wir müssen uns wieder diese beiden Punkte anschauen. Die mache ich jetzt nochmal hier in Orange drüber. Also dieser Punkt, der hat hier den größten Abstand. Das heißt, invertiert bekommt er hier den kleinsten Abstand. Den male ich jetzt mal irgendwo hier so hin.
Und dieser Punkt hier, der hat hier den kleinsten Abstand von diesem Kreis. Das heißt, der bekommt hier unten den größten Abstand. Den male ich jetzt mal hier hin. Und ja, jeweils haben diese Punkte eben Winkel von plus 90 Grad. Deswegen haben die invertierten Winkel von minus 90 Grad. Deswegen habe ich die hier schon hier unten so hingezeichnet. Und ja, jetzt würde sich eben dementsprechend einfach hier so ein Kreis ergeben. Oder eben ein Halbkreis. Das hier oben wäre immer noch der Punkt, wo das r gleich 0 ist, und das hier unten wäre immer noch der Punkt, wo das r gegen unendlich geht. So, und jetzt kann man sich nochmal so ein bisschen, also entweder auf dieser Seite oder auf dieser Seite, ich mache es mal auf beiden Seiten nochmal kurz anschauen, ob das sinnvoll ist, was wir hier so gezeichnet haben, indem wir mal uns diese Ortskurve hier anschauen. Ich male mal die einfach nochmal in Orange drüber. So, also wenn wir mal anfangen, wenn das r gleich 0 ist. Wenn das r gleich 0 ist, verhält sich das r hier oben wie ein Kurzschluss. Das heißt, wir haben einfach nur eine Parallelschaltung von zwei Kapazitäten. In der Parallelschaltung von zwei Kapazitäten ist die Gesamtkapazität, die Ersatzkapazität, noch größer. Das ist einfach die Summe von beiden. Und eine größere Kapazität heißt auch, können wir hier auf diese Gleichung gucken, größere Kapazität heißt größere Admittanz. Deswegen haben wir hier die größte Admittanz, aber die liegt eben auch bei einem Phasenwinkel von plus 90 Grad, weil das hier auf dieser Achse ist das eben rein kapazitiv. So, dann wird dieser Widerstand größer. Jetzt kriegt natürlich dieser Widerstand einen Einfluss. Deswegen kriegen wir auch einen Phasenwinkel kleiner 90 Grad, weil die Schaltung sich jetzt ohmsch kapazitiv verhält. Also überall in diesem Bereich verhält die sich ohmsch kapazitiv. Und naja, und der Phasenwinkel sinkt jetzt halt ab. Was sich aus dieser Ortskurve relativ schön und einfach jetzt ablesen lassen würde, wäre zum Beispiel, was ist denn der minimale Phasenwinkel, den wir hier haben? Der würde halt ungefähr hier so liegen. Das ließe sich total schwierig ausrechnen. Wenn man das mit Formeln macht, aus so einer Ortskurve lässt sich das ganz einfach abrechnen, ablesen. So, und dann wird der Widerstand größer und größer und größer. Und wenn dieser Widerstand natürlich ganz groß wird, dann geht er gegen einen Leerlauf, dann fließt hier oben überhaupt gar kein Strom mehr lang. Dann fließt nur noch Strom hier unten lang, und dann ist eben nur noch diese Kapazität C2 wirksam, und die hat eben als Leitwert oder als Admittanz den Wert yc2. Deswegen landen wir hier unten an diesem Punkt yc2. So, das heißt, das passt. Und das Gleiche könnten wir uns jetzt hier drüben auch nochmal anschauen. Das würde halt genauso funktionieren. Auch hier könnte man sich jetzt eben wieder zum Beispiel relativ einfach dann ablesen, was wäre jetzt hier der auch, also größte Phasenwinkel oder der kleinste negative Phasenwinkel, den man hier zum Beispiel erreicht in dieser Schaltung. Und dafür sind eben Ortskurven sehr gut. Deswegen sollte man, auch wenn man es nicht schafft, eine Ortskurve zu zeichnen, also für so einfache Schaltungen sollte man das natürlich irgendwie hinbekommen, eine Ortskurve zu zeichnen. Für kompliziertere Schaltungen kann man dafür natürlich auch ein MATLAB nehmen oder einen Netzwerksimulator oder so. Und das macht man in der Praxis dann auch. Kein normaler Ingenieur setzt sich hin und sagt, oh, ich zeichne jetzt mal hier irgendwie schön eine Ortskurve, und eine Ingenieurin auch nicht. Aber man sollte diese Ortskurven interpretieren können. Also man sollte wissen, was bedeutet das, wenn jetzt die Admittanz groß wird, wenn die Admittanz klein wird, dass das hier eben sowas wie einen Leerlauf darstellt, wenn wir gar keine Admittanz haben, oder dass das hier, wenn die Impedanz gegen 0 geht, dass das einen Kurzschluss darstellt, dass sich eine Schaltung halt hier auf der reellen Achse rein ohmsch verhält, dass sie sich hier rein kapazitiv verhält, dass die sich hier oben rein induktiv verhält, ohmsch induktiv, ohmsch kapazitiv und so weiter. Das sollte man auf jeden Fall aus einer Ortskurve ablesen können.